Tabea Steiner hat einen ungewöhnlichen Beruf. Sie ist Sieg-Heilpraktikerin. In ihrer Praxis empfängt sie Menschen, die sich von der Mainstream-Medizin abwenden. Spürst du, wie die rechten Energien durch deine Chakren fließen? Ob 88-fach potenzierte Globuli oder Lutz-Bachmann-Blütentherapie, Steiner bietet ein breites Spektrum alternativmedizinischer Behandlungsmethoden an. Ja, man muss den Körper aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten, ja. Unser Körper ist unser Reich. Und viele Beschwerden lassen sich zum Beispiel durch eine rein vegetarische Ernährungsweise beheben dann, ja. Tabea Steiner legt besonderen Wert auf eine authentische Ausstattung ihrer Praxis. Etwa durch hinduistische Glückssymbole. Ja, es ist total wichtig, dass ich meine Klienten lernen zu fokussieren, ne? Und das ist hier sowas wie ein Konzentrationsraum. Die Corona-Demonstrationen in Berlin haben gezeigt, dass es immer wieder Schnittmengen zwischen rechtem und esoterischem Gedankengut gibt. Der Sturm auf den Reichstag etwa war eigentlich eine siegheilpraktische Gruppenübung, um positive Energie zu kanalisieren. Teil der alternativen Medizin ist der Einsatz von alternativen Fakten, wie beispielsweise Auszüge aus Attila Hildmanns Telegram-Gruppe. So wird das Querdenken angeregt. Die Zionisten stecken finanziell hinter allen und ihnen gehören Weltbank, UN. Also mich entspannt es hier total. Ich fange früh morgens um 5.45 Uhr immer mit der Meditation an. Und das ist wie, ja, wie ein innerer Reichsparteitag. Das Schwarz steht für die Erde, ja. Das Weiß für die Erleuchtung und das Rot für die Liebe, ja. Wow. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bist du überwältigt, ne? Mhm. Ja. Sinnvolle Alternativmedizin oder gefährliche Quacksalberei? Fakt ist, um neue Kunden muss sich Tabea Steiner in Zeiten von Corona keine Sorgen machen.